Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Mad Evil Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Ja, in der heutigen Folge werden wir in die nächste Jahreszeit gehen und genau, da werden wir dann die anderen Aufträge erledigen. Bis dahin würde ich jetzt gerne aber nochmal die Spitzhacke schwingen und ein bisschen Metall holen. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob wir überhaupt noch Lagerkapazitäten haben. Ich habe es jetzt übrigens nach einem weiteren Zuschauerwunsch mal so eingestellt, dass ich unendlich Ausdauer habe und unendlich viel tragen kann, weil ja, euch geht's halt auf den Nerv, dass der Typ immer übelst am Hecheln ist und euch geht's auf den Nerv, dass ich hier immer 50 Mal hin und her rennen muss, um gewisse Sachen zu holen, und das fällt jetzt halt einfach flach, weil wir eben unendlich viel tragen können. So, Leute, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwo eine Spitzhacke ist, und da machen wir noch ein bisschen Metall. Da braucht man ja jetzt auch keinen Esel mehr. Da, eine Steinspitzhacke, sind hier 6 Stück. Echt? Wir haben nur noch 6 Steinspitzhacken? Das ist aber ärgerlich. Na gut, dann muss ich mal welche herstellen. Dafür brauche ich, ganz kurz schauen, Holzstamm und Steine. Das haben wir ja hier zur Genüge drin, hoffe ich. So, Holzstämme. Nehmen wir mal 40. Und Steine, da wird es jetzt nämlich auch wieder ein bisschen leichter im Inventar des Lagers. So. Dann machen wir mal 14 Stück, bestätigen. Cool. Und dann gehen wir jetzt noch ein bisschen Zeug organisieren. So, Steine rüber. Karottensamen brauchen wir jetzt gerade auch nicht mehr. Und die Holzstämme. Wunderbar. So, wie viel Platz ist jetzt hier? 2700. Wir müssen eigentlich irgendwas einstellen. Brennholz brauchen wir nicht. Bretter. Wir müssen irgendwie... Was haben wir denn so viel? Das ist die Frage der Fragen. Kalkstein 207. Vielleicht müssen wir das mal irgendwie unterbinden, dass die da Kupfererz auch mittlerweile 321. Ach du Scheiße, da brauchen wir gar nicht selber los. Da brauchen wir gar nicht selber los, Leute. Oder wir machen... Wir holen jetzt nur Zinn und versuchen dann in die Bronzeproduktion zu gehen. Guck mal, Zinnerz haben wir nämlich nur 19. Das ist eine gute Idee, Leute. Das machen wir. Habe ich noch irgendwas zu essen einstecken? Zeigt mal her. Inventar. Nee, dann muss man mal irgendwo was aus der Speisekammer mopsen. So, zeig mal her. Ist hier noch irgendwie eine Kohlsuppe oder so? Oh, wir haben auch schon wieder 71 Rotaugen. Krass. Nö, dann nehmen wir hier eingebratenes Fleisch, bestätigen. Und konsumieren das mal. Da wäre es vielleicht eher sinnvoll, wenn wir jetzt noch, statt Zinn zu hacken, schnell nach Piostovia gehen und die Fische verkaufen, ne? Ah ja, das machen wir, Leute. Dass wir in dieser Jahreszeit noch so viel Geld wie möglich von den Händlern mitnehmen. So, dann gib mal her hier. Rotaugen, 72 Stück. Kohl, 407. Wie viel Fleisch haben wir? 95. Dann machen wir das mal so, Leute. Dann mache ich nochmal Kohlsuppe. Achso, dafür brauchen wir Holzschalen. Ist jetzt allerdings schon recht spät in-game. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Ah, werden wir sehen. Haben wir überhaupt Holzschalen da? Das ist die Frage. Hulz, Hulz, Hulz. Da sind sie. 63 Stück. Ja, da wird das Fleisch jetzt nicht reichen, denke ich mal. Die 95. Oder wir schlachten unseren Esel. Kleiner Spaß, Leute. Dem Eselchen tun wir nichts an. Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, die läuft. So, hier ist die Küche. Warte mal, Großer, ich muss hier mal ran. 31 Kohlsuppen werden es. Naja, immerhin. Von dem Geld können wir uns ja gleich ein bisschen Samen kaufen für Bäume. Für die Plantagen, ne? Gut. Das haben wir erledigt. Ja, das wird wahrscheinlich nichts. Guckt mal, es wird schon dunkel, Leute. Mist. Das ist ärgerlich. Die Kohle hätten wir nochmal gut gebrauchen können. Obwohl wir ja auch schon die Händler gut ausgenommen haben, ne? Naja, gucken wir mal.
So, sind die Fische auch durch. Getrocknetes Fischfilet. Und einen Schluck Kaffee dazu. So, zack. Alles klar, Leute, aber ich glaube, das schaffen wir jetzt wirklich nicht mehr. Wenn wir uns jetzt noch auf dem Esel setzen, dann holen wir noch schnell ein bisschen Zinn raus. Da drüben ist ja die Mine. Dass wir dann mal langsam in die Bronzeproduktion gehen können. Da muss ich erstmal schauen, ob wir das freischalten müssen. Wahrscheinlich. Ach so, und dann muss ich hier mal in der Verwaltung einstellen. Ist das Produktion? Schmiede, genau. Zeig ich mal her. Ah ja, die stellen ja auch Kupferäxte die ganze Zeit her. Dann lass mal lieber Zinnbarren machen. Wenn wir jetzt Erze holen. Genau, machen wir 50-50. So, und Zinn. Ein Bronzebarren kann ich ja auch schon machen. Was brauchen wir denn dafür? Ein Hammer, ist klar. Zinn und Kupferbarren jeweils einmal. Okay, also ist ein Mischungsverhältnis von 1. Gut, Freunde. Auf geht's. Holen wir uns noch ein bisschen Zinn daraus. Kupfer haben wir ja genug. Und dann gehen wir in die nächste Jahreszeit. Ich würde erstmal die ganzen kleinen anderen Quests machen, bevor wir uns der Odgar-Quest weiter widmen. So, wo ist die Spitzhack? Da ist die Spitzhack. Und eine Fackel. Zinn. Da haben wir's. Das ist gut, das gönnen wir ja auch wieder irgendwas, ne? Noch eine Zinnader. So, ja, genau am Eingang war da auch was. Das ist Kupfer, davon haben wir genug. Da oben ist was. Salz. Ja, Salz brauchen wir jetzt noch nicht. Obwohl, wir können es ja mal mitnehmen, jetzt wo wir unendlich viel tragen können. Ich komme bloß allerdings gar nicht hier hin, doch. Können wir ja auch ein bisschen Salz mitnehmen. Da haben wir noch Zinn. So, ich habe aber schon wieder Hunger. Ich muss mal ganz kurz hier so eine Kohlsuppe essen. Zack. Lecker, lecker. Ach ja, Steine kommen ja da auch raus. Vielleicht müssen wir das Lager noch vergrößern. Wenn es denn geht. Jetzt habe ich schon wieder was vergessen, was wir in der letzten Folge freigeschaltet hatten. Technologie, wartet mal, das war... Die Mine kommt bald. Kräuterhütte 2. Haben wir die schon auf 2? Müssen wir mal gucken. Nahrungsmittellager 2, genau, das war's. Und die Küche 2. Ja, können wir ja dann auch noch machen. Vielleicht sogar mal in der Nacht. Schöne Nachtarbeit. Dann nehmen wir die noch mit und dann gehen wir wieder zurück. Das sollte erstmal reichen hier. Dass wir einen kleinen Vorrat haben. Ja, wird langsam dunkel. Also machen wir jetzt noch die Küche auf 2. Das ist eine gute Idee. Die Kräuterhütte. Müssen wir mal gucken, ob die schon auf 2 ist. Aber letztendlich ändert es ja nur, glaube ich, man produziert ja dadurch nicht mehr oder schneller, ne? Also es können halt einfach nur mehr Mitarbeiter dort rein, wenn man die jeweiligen Dinger upgradet. Okay, Freunde. Habe ich einen Hammer einstecken? Hammer habe ich. Gut. Dann gehe ich mal in die Ego. So, hier ist er.
Da arbeitet auch keiner mehr. Verwalten. Ne, wie war das nochmal? Ich vergesse es immer wieder, Leute. Ich muss, glaube ich, bauen. Gewinnung, Überleben, Produktion. Küche 2, genau. Ah ja, guckt so. Alles klar, dafür brauchen wir Holzstämme. Und Bretter und ansonsten noch irgendwas? Nö. Also Holzstämme und Bretter. Ja, sowas kann man ja in der Nacht machen. Gucke, wie sie da alle sitzen. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, Leute? Also Bretter. Wo sind sie? Holzstämme? Da. Okay. Ja, ist schon irgendwie angenehmer, wenn man unendlich Vieh tragen kann. Da spart man sich wirklich die Rennerei, aber irgendwas werde ich bestimmt trotzdem wieder vergessen haben. Ihr kennt mich doch. Aber mal gucken, vielleicht haben wir auch nichts vergessen. So. Ist fertig, oder? Seht ihr noch was? Irgendeine Giebel oder so? Nö. Cool. Hätten wir das auch erledigt, Leute. Dann gucken wir gerade mal bei der Kräuterhütte. Ja, das sehen wir ja auch in der Verwaltung. Ob die schon auf Stufe 2 ist. Produktion. Wo muss ich da gucken? Bei Gewinnung, ne? Kräuterhütte 1. Okay, dann kräten wir die auch gleich noch ab. Wenn wir einmal dabei sind. Müssen wir bloß mal schauen, welche das von denen war. Ich glaube, das war die Jägerhütte. Die Kräuterhütte müsste die rechts daneben sein. Die letzte romantische Nacht hier. Winterliche Romantik. So. Gebäude. Das war... War das jetzt Produktion oder Gewinnung? Gewinnung, ne? Ne. Ohne Schenke? Oh, das ist geil. Überleben. Hier haben wir es. Hier haben wir es. Jetzt ist der Hammer kaputt. Das ist ja der Hammer. Können wir uns eben bauen? Ja. Das ist ja der Oberhammer, Leute. So. Naja, können wir jetzt das Nahrungsmittellager auch gleich noch upgraden. Hier haben wir auch alles, ne? Geile Sache, das. Hübsch. Sehr hübsch. Komm, dann machen wir jetzt noch das Nahrungsmittellager. Und dann gucken wir mal, wie viel Zeit wir noch haben. Aber wir liegen gut in der Zeit. Zeit ist ja bei mir immer so Mangelware, wisst ihr ja. Die gehen alle pennen, dann gehen wir auch gleich schlafen. Aber das will ich noch schnell machen. So. Gebäude. Das müsste ja dann Lager. Wo ist Lager? Gute Frage. Überleben. Produktion. Gewinnung? Nee, na sag mal, jetzt haben wir doch schon alles durch. Landwirtschaft wird es ja nicht sein, oder? Dienstleistung vielleicht? Bauhütte, Marktstand. Ah, hier unten. Ich bin so doof manchmal. Nahrungsmittellager 2. Zack. Ja, wie schnell man da einfach mal so eine Häuser bauen kann, wenn man unendlich Vieh tragen kann. Das ist unglaublich. Herrlich, fertig. Ah ne, jetzt ist fertig. So, wie viel können wir jetzt hier drin haben? 1500. Das ist super, Leute. Dann schmeiße ich mal ganz kurz das Zeug hier wieder rein. Die Kohlsuppe auch. Das verkaufen wir dann in der nächsten Jahreszeit. Hatte ich hier die Komposter eigentlich gefüllt? Ich weiß es gar nicht mehr, Leute.
Sieht so aus, die sind alle drei voll. Wunderbar, dann gehen wir jetzt schlafen. Und dann gucken wir uns, wartet, welche Quest nehmen wir? Keine Panik, war das mit den 30 Rotaugen. Na, mich interessiert eher, was mit der Frau passiert ist. Ich hoffe, ich habe keine Scheiße gebaut. Ist Dax dein Ernst? So, mal gucken, ob meine Frau hier schon im Bett liegt. Oh ja, die schläft schon. Komm, ich leg mich mit dazu. Bis zur nächsten Jahreszeit schlafen. Schwubbel die. Dann sind ja jetzt auch die Steuern fällig, Freunde. Neue Quest, Steuern zahlen. Die können wir ja gleich mal bezahlen. Wie viel haben wir? 7000 Münzen, das geht quasi klar. Wir müssen 2900 müssen wir mittlerweile schon bezahlen. Na ja, gut, weil wir jetzt die Häuser abgegradet haben und das ganze Zeug. Jetzt muss ich aber wahrscheinlich mal ein bisschen Material wieder rauslegen. Sonst wird unser Esel nämlich nicht reiten wollen. So, die ganzen Bretter. Wie viel Platz haben wir hier? 2400. Na wunderbar. Wird aber jetzt durch das Zinnerz und so wahrscheinlich gleich wieder... Halt. So. Okay, Freunde. Eselchen. Wo habe ich gepfiffen? Ach, schön. Wieder Frühling. Da ist er. So, wir reiten erstmal nach Piastovia. Verkaufen dort unsere Ghoulsuppe. Und unseren Fisch. Zahlen die Steuern. Und dann gucken wir mal, ob noch Zeit ist, um ins Fischerdorf zu reiten. Ne, nicht ins Fischerdorf. Das war das andere Dorf, ne? So, kurz in die Ego, aus der Ego raus. Wartet mal, dann mache ich mal ganz kurz hier Steuern zahlen. Das als Ausrufezeichen. Ja, das ist schon krass. 2900, das ist ordentlich, Leute. Ah ja, Pilze sind ja jetzt auch wieder da. Das muss ich dann noch umstellen in der Verwaltung, dass wieder Pilze gesammelt werden. Machen wir am besten sofort, Freunde. So, das müsste ja die... War das bei der Kräuterhütte auch? Gewinnung, ne? Kräuterhütte. Mal kurz schauen. Oder halt Bären. Keine Arbeiter? Wieso habe ich denn keine Arbeiter mehr? Ach, scheiße, weil ich ja die abgegradet habe. Dann fliegen die wo alle raus. Mist, wartet mal, wie krieg ich denn das jetzt wieder? Panik. Wen hat man denn da drinne? Das weiß ich gar nicht mehr. Die hat 6 in... Das hier müsste die Kräuterhütte sein, ne? Kräuterhütte 2, genau. Wunderbar. Und Malomir. War der in der Küche? Gucken mal ganz kurz. Genau, hier in der Küche ist keiner. Okay. Sollte ja alles wieder im Lot sein. Mal ganz kurz in der Kräuterhütte. Genau, Bären. Falsche Jahreszeit für Bären. Irgendwelche... Hier, Speisemorschel. Alter, guck mal, was die jetzt schon sammeln. Okay, das ist heftig, Leute. Auf Stufe 6, ne? 239. Das ist krass. Okay, und dann gucken wir nochmal in die Küche. Halt. Verwaltung. Produktion. Was wurde hier nochmal gemacht? Gebratenes Fleisch. Alles klar. Wie steht's hier? Bedarf. Ein Tagesbedarf. Okay, es sieht alles noch gut aus, ne? Hat keiner Hunger oder Durst.
Ja, dann müssen wir vielleicht mal noch ein paar Mitarbeiter organisieren für die Landwirtschaft, ne? Fürs, wenn wir dann weiter Landwirtschaft ausbauen. Also Tierhaltung etc. So, absteigen war X. Ich kann mir das einfach alles nicht merken, ne? Wenn du so viele Spiele spielst. Gut. Wo ist es? Ah, die Spitzhacken hätte ich mal noch raustun sollen, ne? Hey, bin ich denn nur doof? Wo hab ich denn die Kohlsuppen hingetan? Hier, ach hier. Kohlsuppen und Fischfilet. Da. Auf geht's, Steuern zahlen. Moin. Na, auf die Odgar-Quest bin ich gespannt, ey. Die wird sich bestimmt noch ewig ziehen. Hier sind die ersten. Der Mann hat eine Quest, oder was? Mal kurz sprechen. Wie stehen die Dinge in Piastovia? Braucht ihr bei irgendetwas Hilfe? Ich bin froh, dass du fragst. Ich brauche wirklich Hilfe. Ehrlich gesagt, gab es in letzter Zeit keinen Moment, in dem ich nicht beschäftigt war. Die Probleme mit Gesetzlosen und das Ausbleiben von Vorratslieferungen unserer Nachbardörfer fordern ihren Tribut an unserer Stadt. Unsere Leute brauchen fast jeden Tag Hilfe. Sieh dir nur unsere Anschlagtafel an. Die spricht für sich selbst und es kommen ständig neue Hilferufe hinzu. Aber es gibt einen Fall, der nicht publik gemacht werden darf. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Es gibt ein Problem, um das ich mich kümmern muss, das ich aber nicht einfach an der Anschlagtafel anbringen kann. Die Leute vertrauen mir schließlich und verlassen sich auf meine Kompetenz. Das ist es, was sie in diesen Tagen antreibt. Ich darf ihr Vertrauen in mich nicht untergraben, indem ich jetzt Schwäche zeige. Also, was genau beschäftigt oder kommt zur Sache, in Ordnung? Es geht um meinen Lehrling Lubos. Es ist noch nicht lange her, dass er auf der Suche nach Arbeit nach Piastovia kam. Zufälligerweise war ich gerade auf der Suche nach einem Assistenten, der mir etwas Arbeit abnehmen kann. Es war fast, als hätte das Schicksal ihn zu mir geführt. Ich habe ihm einige kleinere Aufgaben übertragen, damit er sich an die Arbeit gewöhnen kann. Nun habe ich gehört, dass sein letzter Auftrag für einiges Aufsehen im Dorf gesorgt hat. Er hätte einige Waren unter den Dorfbewohnern verteilen sollen, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Okay, lass mich raten, alle reden über ihn. Es scheint, als wäre kaum jemand mit der Lieferung zufrieden gewesen. Ich habe ihm meine Hilfe angeboten, aber er hat sie abgelehnt. Und darauf bestanden, dass sich sein Meister nicht einmischen sollte. Könntest du mir helfen und dafür sorgen, dass dieser Schlamassel ein Ende findet? Okay, gut. Wo finde ich diesen jungen Unruhestifter jetzt? Ich habe ihn einen Platz zu wohnen außerhalb der Stadtmauern beschafft. Er wohnt in einem Haus neben der Windmühle. Bitte sei geduldig mit ihm. Ich hoffe, er lernt aus seinen Fehlern, denn ich habe große Hoffnung in ihn. Ich werde ihm einen Besuch abstatten. Das machen wir aber nicht heute, Leute, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass die Quest auch wieder ganz schön ewig wird. So, wo ist denn hier der Typ, an dem wir Steuern zahlen? Da oben läuft er. Hey. Bleibe mal da stehen. Warte mal, ich speichere aber mal kurz zwischendurch ab. Nehmen wir hier, überschreiben wir Winter 4. Überschreiben und nennen es Frühjahr. Ah ja. Irgend sowas. Wo rennt denn der hin? Alter, bleib hier. Ich will meine Steuern zahlen. Hallo, bist du gekommen, um deine Steuern zu zahlen? Ja, bitteschön, das sollte reichen. Zack, 2900 Münzen weniger. Gespräch beenden. Aber so haben wir jetzt erstmal wieder ein Jahr Ruhe, ne? Und sind schuldenfrei. Das ist ja immer das Wichtigste. Damit man beruhigt schlafen kann. Hier könnte auch mal jemand vom Grünflächenamt vorbeikommen. Das sieht ja hier aus mit diesem riesen Busch im Weg. Das muss so nicht sein. Da, nehmen wir erstmal die aus. Zeig mal deine Ware. Die hat 1300. Sehr schön. Nahrungsmittel. Gut. Neues Level Diplomatie. Halt. Halt, halt, halt. Können wir da noch? Zeig mal her. Ne, das haben wir schon auf 3 von 3.
Dann müssen wir mal gucken, was ist denn hier noch sinnvoll. Hand des Königs. 10% weniger Materialien nötig für Aufträge des Königs. Hm. Was ist das hier? Geringerer Essens-, Wasser- und Holzbedarf deiner Dorfbewohner. Effekt addiert sich auch von anderen Spielern. Das ist eigentlich auch sinnvoll. Langsamer Stimmungsrückgang, das ist egal. Mehr Zuneigungspunkte ist auch egal, weil wir ja jetzt eine Frau haben. Offenlegung der NPC-Persönlichkeiten. Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht wichtig für Quests ist oder ob das auch nur gut ist, um halt bei der Frau besser anzukommen. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, dann werde ich das jetzt noch nicht leveln. Schnellere Produktion ist Käse. Also wenn, dann würde ich, glaube ich, Kastellan machen, dass die Dorfbewohner weniger Wasser, Holz und Nahrung Verbrauch haben. Aber könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, was das sinnvoll ist. So, dann hier noch die Kohlsuppen. Gut. Haben wir, glaube ich, die Steuern, naja, halbwegs wieder drin. Wir müssen dann, denke ich mal, selber noch Fleisch schießen, dass wir mehr Kohlsuppe machen können. Zeig mal deine Ware. Du bist doch der mit den Setzlingen, oder? Birnenbaum-Setzling. Hier, 5 Stück hat er davon. Die nehmen wir gleich mit. Was haben wir dafür jetzt bezahlt? 102 Münzen. Das ist okay. Hopfensetzling haben wir ja, glaube ich, ein paar. Ich würde da jetzt nicht so viele nehmen. Hier machen wir Kirschbaum, nehmen wir auch mal 3 mit. Ich will nicht so viel machen, ne, davon. Ich will bloß, dass ein Dorf ein bisschen grüner aussieht, schöner aussieht. So, Mohn. Stimmt, Mohn haben wir ja auch noch nicht gemacht, ne? Wird im Herbst geerntet. Pflaume. Nehmen wir hier auch mal 3 Stück. Was gibt's hier noch? Apfel wahrscheinlich. Irgendwo wird es noch Apfel geben. Muss ja dann ganz oben bei A sein. A, wie Apfel. Gut, nehmen wir auch 3. Leute, das soll so erstmal reichen. Jetzt wollte ich aber noch mal ganz kurz mit euch zusammen schauen, wie die das hier draußen gestaltet haben mit den Feldern. So, die haben hier... Ah ne, das ist ja nur Pferdehaltung. Guck mal, hier stehen zum Beispiel auch hübsch so eine Bäume einfach da drinnen. Das finde ich super. Das mag ich. Wo haben sie denn ihre Felder? Hier sind nur die... Die sind, glaube ich, auf der anderen Seite, ne? Was ist das hier? Kann man das einsehen? Das müsste doch der Hopfen sein oder so, ne? Okay, die haben jetzt hier komplett nur Hopfen. Und die Bäume, die stehen dann einfach immer irgendwo rum, ne? Anscheinend. So wie ich das auch vorhab mit den Bäumen. Ah ja, hier, gucke mal. Ah ja, okay. Ja, ich glaube, ich würde es dann auch so machen, dass wir das ein bisschen größer machen. Vielleicht sparen wir uns auch einfach diese... Ich habe halt überall diese kleinen Wege zwischen den Feldern. Vielleicht machen wir die auch noch komplett mit Feld zu. Ist ja hier auch so. Die haben jetzt hier im Prinzip 3 große Dinger und haben das hier abgetrennt mit so kleinen Zäunchen. Und an sich mit so Bretterzaunen das komplette Gebiet einge... Oh, diese Wäscheleinen sind ja auch geil. Eingezäunt. Jetzt gucken wir nochmal hier hinten. Das hier ist auch komplett eingezäunt. Ist halt riesig, ne? Und hier oben auch. Ja, ich glaube, aber das machen wir dann mal in dem Gestaltungsstream, ne? Weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir es auch immer mal so zwischen den Folgen. Ich gucke nochmal hier. Genau, die haben das hier alles ziemlich groß gehalten. Das ist auch ziemlich cool mit diesen Lagerfässern. Finde ich auch super gemacht. Hier ist so ein bisschen Weidenzaun und da wieder Bretterzaun. Naja. So in der Art habe ich mir das auch vorgestellt. Hier wieder ein paar Kühe. Das ist cool. Alles klar, Leute. Haben wir uns ein bisschen Inspirationen geholt. Aber es ist, wie es ist. Die Folge ist schon wieder vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und gehen dann diesen ganzen Quests hier nach. Das wird ein Spaß. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das hier alles weitergeht. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.